werte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akerslack und ich grüße euch herzlich zu dieser neuen Manga-Monatsvorschau. Diesmal für den Monat November 2020 und ja, der November 2020 wird zwar bei weitem nicht so geil werden wie Oktober, allerdings muss man halt sagen, gut, Oktober war halt echt ein krasser Manga-Monat von den Neuheiten her, aber auch der November wird einige schöne Titel haben und dementsprechend reden wir nicht groß um den heißen Brei, sondern fangen direkt an. Und zwar natürlich mit Carlsen, der jetzt auch schon seit ein paar Tagen im Handel ist, beziehungsweise ihre Manga sind schon seit ein paar Tagen im Handel. Und da gibt es vor allem bei den Neustarts jetzt eine Reihe, oh Baby, auf die freue ich mich so. Und zwar BL Metamorphosen, das Geheimnis einer Freundschaft, war glaube ich der Beititel. Was im Wesentlichen ein Manga ist über eine Witwe, die in ihrem hohen Alter noch auch eine Freundschaft zu einer Schülerin aufbaut und da sie durch die Schülerin ihre Leidenschaft für Boys Love Manga tatsächlich erweckt. Und das fand ich einfach sau ansprechend. Es zählt ja auch in die Special-Kategorie. Und gerade bei so Special-Dingern hat Carlsen bislang immer Hits gehabt. Ich meine, unsere Farben, der Mann meines Bruders, wer bist du zur blauen Stunde? Und da habe ich natürlich auch Bock auf BL-Metamorphosen. Und so viel kann ich mal hören, ich werde davon sowas von einen Ersteindruck machen, weil ja, gerade diese Special-Dinger gehen leider Gottes oft unter in Deutschland. Und Fans von Special-Dingern dürfen sich nämlich auch noch freuen, denn es erscheint auch noch Der Liebhaber, was eine Manga-Adaption ist von einem westlichen Roman, was meine ich. Beziehungsweise Carlsen betitelt es nicht mal unbedingt als Manga, sondern als Comic. Es fällt auch in ihrer Graphic-Novel-Reihe. Aber ich erwähne es trotzdem mal. Ich weiß auch, einige freuen sich drauf. Ich bin da noch relativ unsicher, ob ich mir den mal holen werde oder nicht. Da warte ich persönlich, glaube ich, noch ein paar Reviews zu ab. Und das war es auch schon mit den Neustarts bei so den ganz neuen Reihen. Ihr wisst, was ich meine von Carlsen. Und jetzt kommen wir schon zu Reihen, die enden. Und da endet zum einen der Girls Love Hit Bloom Into You. Diese Reihe endet mit dem 8. Band. Ich muss ja sagen, leider Gottes, Bloom Interview hat mich selber nie überzeugen können. Und ich meine, ich hätte es gern gefeiert, aber meins war es nicht. Aber ich weiß halt, viele lieben diese Reihe und da dürften sich einige jetzt auch freuen, dass die Reihe zu Ende geht. Klar ist man auch irgendwo traurig, wenn eine Reihe endet, aber ne. Immerhin findet sie hoffentlich ein anständiges Ende. Doch das ist natürlich nicht das Einzige, was endet. So endet auch The Demon Prince mit dem 16. Mann. Und The Demon Prince war immer so eine Reihe, wo ich gedacht habe, ach, das könnte was für mich sein, könnte aber auch nichts für mich sein. Und da bin ich halt echt unsicher, ob ich mir die mal holen soll. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sich The Demon Prince lohnt. Ich meine, boah, 16 Männer ist halt schon lang. Also, da bin ich tatsächlich unsicher. Und dann zu guter Letzt endet bei Carlsen diesen Monat auch H.P. Lovecrafts Berge des Wahnsinns. Und da habe ich schon von einigen gehört, die Reihe jetzt auch komplett gelesen haben, dass gerade Berge des Wahnsinns wahrscheinlich der beste Manga zu den Lovecraft-Werken ist. Und ja, ich habe selber auch schon richtig Bock drauf und bin vor allem gespannt, wie viel Lovecraft-Zeug wir eigentlich noch in Deutschland kriegen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, ne? Also ich meine, ich habe schon diese Hundegeschichte da gelesen und den fand ich schon geil. Und der gilt als relativ meh, also... Oh Junge, ich habe echt Bock auf Berge des Wahnsinns. Und jetzt kommen wir auch schon zu den restlichen Releases von Carlsen. Da gibt es vor allem zwei Highlights für viele. Und zwar zwei Schuber-Ausgaben. Zum einen Attack on Titan Band 30 mit dem Schuber. Aber auch Dragon Ball Super Band 10 mit dem Schuber. Letzteres habe ich tatsächlich auch schon hier und auch gelesen. Und war richtig geil. Auch wenn das extra diesmal sehr langweilig ist. Ich meine, es ist ein fucking Stickerbund, der... Ja... echt nicht so toll ist. Also da war der Umschlag von Band 5 besser. Aber trotzdem, Dragon Ball Super ist geil. Und natürlich, beide Bände erscheinen auch so gesehen in einer Komplettbox. Sprich, mit den jeweiligen Bänden dann 26 bis 30 und 6 bis 10. Aber eben auch einfach nur der Band plus Schuber. Und natürlich gibt es auch eine... Nur die Bandversion, also eine günstige Bandversion für die Leute, die keinen Schuber wollen. Ansonsten kommt natürlich auch noch Blue Giant Supreme Band 3 raus mit einem geilen Cover, Dragon Ball Massive Band Nummer 8
Fairy Tail 100 Year Quest Band 4, Machimaho Band Nr. 6, sowie auch Monster Perfect Edition Band Nr. 6, auch My Roommate is a Cat Band 3 erscheint und natürlich auch Moving Forward Band 5, dann auch die Overlord Anthologie, die ja einen ewig langen Namen hat, ich nenne sie einfach nur die Overlord Anthologie, und zwar erscheint dort der dritte Band, dann natürlich auch The Promised Neverland Band 15, Sekaiichi Hatsukoi Band 12. Ich glaube, darauf freuen sich einige Boyslauf-Fans. Ich glaube, boah, da zwischen Band 11 und 12 lag, glaube ich, viel Zeit. Sacrifice to the King of Beasts Band 10. Samurai 8 Band 4. Nur noch ein Band, dann ist die Reihe auch endlich vorbei. Seven Deadly Sins Band 34. Und zu guter Letzt Splatoon Band 9. Und ja, das war's halt jetzt mit Carlson. Wir machen direkt weiter mit Manga-Kult, welcher auch schon seit einigen Tagen, ein, zwei Tagen im Handel fast überall erhältlich ist, auch in der offiziellen Release eigentlich erst in ein paar Tagen wäre. Und ja, Manga-Kult-typisch haben sie natürlich nicht viel, aber das, was sie haben, das ist geil. Und gerade beim Neustart ist ein Titel dabei, auf den ich mich schon sehr gefreut habe, und zwar Cutie and the Beast. Ein Shoujo-Manga tatsächlich, ist ja bei Manga-Kult eher selten. Und zwar ein etwas besonderer Shoujo-Manga, ich meine, man sieht es schon am Cover. Und den Mann habe ich tatsächlich auch schon hier, auch schon gelesen. Und das Ding ist total meins, dazu kommt auf jeden Fall ein Ersteindruck. Und ja, geiler Titel, Manga-Kult. Vor allem kostet es nur 8 Euro pro Band. Dann endet bei Manga-Kult diesen Monat mal wieder nichts. Ist ja eigentlich schon der häufig der Fall. Sie haben ja an sich viele Reihen inzwischen, aber halt sehr viele lange Reihen. Aber dafür sind die anderen Releases sehr, sehr geil. Allerdings den ersten Release stelle nicht ich euch vor, sondern ich gebe ab an Brown. Hey Leute, euer Brown hier und ich mache heute den Gastbeitrag für Golden Kamuy 8. Wer Golden Kamuy selber nicht kennt, wir befinden uns hier in einer Zeit, wo man mit Gold schürfen seinen Lebensunterhalt verdienen kann, kurz nach dem Krieg. Und wir haben einen Kriegsveteran, Saichi, der ja aus dem Krieg kommt und da als der Unsterbliche galt. Und ja, das merkt man auch mit der Zeit, wieso er der Unsterbliche genannt wird. Und der ist eines Tages am Goldschürfen und bekommt dann eine Information über einen Schatz, über einen riesengroßen Schatz. Und natürlich möchte Saichi dann auch diesen Schatz haben, lernt dann auch ein kleines Mädchen kennen und macht sich zusammen mit diesem kleinen Mädchen auf den Weg und möchte natürlich dann auch diesen Schatz haben. Und natürlich gibt es auch andere Leute, die diesen Schatz haben möchten. So entwickelt sich das Ganze und wird sehr, sehr schön dargestellt nach und nach. Derzeit gibt es insgesamt 23 Bände von Golden Kamuy. In Deutschland bringt Manga-Kult jetzt den 8. Band raus und haben sogar selber auch schon mal was zu den Verkaufszahlen von Golden Kamuy gesagt. Die sehen nicht so schön aus, möchten aber dennoch den Band weiter im Sortiment behalten und nicht abbrechen. Wer auf seinen Manga steht und so auf Genres wie zum Beispiel so eine Action, Adventure, historisch, der sollte sich auf jeden Fall mal Golden Kamuy angucken. Es gibt ja auch mittlerweile die dritte Staffel jetzt als Anime und die Anime-Staffel, die ist wirklich, wirklich echt gut. Und selber sage ich immer zu Golden Kamuy, das ist wirklich ein schlafender Riese. Das, ja, guckt euch das ganze Ding mal an, das ist wirklich gut bewertet und die Rezension dazu. Das ist wirklich, wirklich ein gutes Teil und das sollte eigentlich mehr Anerkennung bekommen. Also Leute, gebt euch einen Ruck und schaut euch den ersten Band von Golden Kamuy unbedingt mal an. Dann könnt ihr euch auch dann demnächst den 8. Band davon holen, weil das ist wirklich eine schöne Reihe und ihr werdet da auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Das war mein Gastbeitrag. Gruß geht raus an die Community von Alex. Wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao. Und ja, dann noch mein persönliches Manga-Kult-Highlight für diesen Monat. Ganz klar, Ex-Arm-Band-Szenen. Ja, Ex-Arm ist wie Sex. Es macht jedes Mal aufs Neue mega viel Spaß, aber 2 Monate drauf zu warten ist echt. Oh Gott, fuck das ab! Ich meine, allein Band 10 endet jetzt wieder auf einem Cliffhanger, wo ich mir denke. Ah. Ansonsten kommt noch raus Twittering Birds Never Fly Band 2 mit einem, wie ich finde, wirklich, wirklich schönen Cover. Leider Gottes konnte mich Band 1 bislang nicht wirklich überzeugen. Highscore Girl Band 5, Laidback Camp Band 5. Und dann noch My Next Life as a Villainess Band 3. Also ja, Manga-Kult hat diesen Monat recht wenig. Deswegen machen wir jetzt auch weiter mit Tokyopop, die genauso auch schon seit ein, zwei Tagen im Handel erhältlich sind, auch wenn der offizielle Release, glaube ich, erst morgen oder so wäre. Ist allgemein, muss man sagen, diesen Monat sehr krass. Im November sind fast alle Titel inzwischen überall erhältlich, außer Ultraverse und Panini. Deswegen nenne ich jetzt nicht unbedingt immer noch den Release Tag. Aber ja, Tokyopop. Und ja, Tokyopop neustarttechnisch ist für mich tatsächlich so lala.
Also klar, es erscheint ein Artbook, was ich mir auch schon bestellt habe, auf das ich mich schon freue. Und zwar das The Rising of the Shield Hero Special Works Artbook. Und das, warum ich mich darauf freue, ist einfach, das ist tatsächlich kein Artbook zur Light Novel, was ich ursprünglich gedacht habe, wo ich nämlich dann jetzt übelst abgerantet hätte, sondern das ist ein Artbook von dem Manga-Zeichner. Was ich recht interessant finde, weil sowas eher selten der Fall ist. Soll dann auch irgendwie noch extra Kapitel, glaube ich, haben. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, kommt auf jeden Fall auch ein Video. Und dann erscheint halt noch Kuss reinen Herzens, Band 1, glaube mit Schoko Card. Ja, sorry, ganz ehrlich, das sieht echt nicht nach etwas aus, was mir auch nur ansatzweise gefallen würde. Nun aber zu Reihen, die enden. Und da dürfen sich Boys Love Fans freuen, wobei einige werden vielleicht auch traurig sein. Und zwar endet die Reihe Deadlock mit dem vierten Band. Doch Tokyo Pop haut diesen Band nicht einfach so raus. Nein, sie hauen sie sowohl in einer Schuber-Variante nur mit Band 4 raus, wie auch eben in einen komplett gefüllten Schuber mit den Bänden 1 bis 4 eben. Und als extra liegt diesem Schuber Artcards dabei, die doch recht schick aussehen. Ansonsten enden noch zwei Shoujo-Manga. Zum einen Mikamis Liebensweisen, Band Nummer 8. Also die Reihe Ende mit Band Nummer 8. Und noch auch Wo die Liebe anfängt mit dem fünften Band. Letzteres wäre tatsächlich was, wo ich ein bisschen Interesse habe. Denn es ist tatsächlich von Tamo, sprich der Mangaka hinter das Haus der Sonne. Was doch recht cool aussieht. Also vielleicht hole ich mir den irgendwann noch. Dann jetzt aber noch zu den restlichen Releases. Da haben wir natürlich Savage Season Band Nummer 4. Ich freue mich auf Band 4. Savage Season ist einfach Liebe und kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Was aber auch Liebe ist, ist Love Sick Alley Band Nummer 3. Diese Reihe ist einfach so zucker, zucker, zuckersüß. Und Band 3 kommt sogar mit Schokocard. Und dann natürlich auch noch Erdbeeren und Marshmallows Band 2. Auch da freue ich mich schon sehr drauf, weil dieser Manga ist einfach so scheiße, lustig und putzig. Das wird wieder ein Spaß. Ansonsten erscheinen noch Assassin's Creed Blade of Zhao Jun Band 2, Bitemaker Nummer 3, Bleach Extreme 12, Chocolate Vampire Nummer 10, Drowning into the Night Band 2, Komi Kan Communicate Band Nummer 3 mit einem, wie ich finde, wirklich schönen Cover, Prince Never Give Up Band Nummer 7, The Rising of the Shield Hero Band 15, Shaman King in dieser Re-Edition, Band Nummer 5. Dann ja, Suginami on Dungeon Duty, Band 3. Okay. SAO Project Alization, Band 3. Unwiderstehlich S, Band 5. Und natürlich, wie immer, Yona, Band Nummer 26. Das war's dann aber auch schon von Tokyopop. Und jetzt kommen wir zu Kaze, welche offiziell am 5. 11. in Handel kommen. Aber auch hier, viele Händler haben die Bände schon. Ich habe meine auch schon bestellt. Also ja, ist diesen Monat etwas sehr seltsam. Und neustarttechnisch muss ich sagen, haut Kasei diesen Monat echt viel Neues raus. Zum einen den Einzelband Treffpunkt Wolke 7. Und ja, was soll ich sagen? Ist halt ein Manga, ne? Also spricht mich null an, vor allem dieser Titel klingt echt seltsam. Dann aber auch Liebe im Anzug, Band Nummer 1, auch hier ein Titel. Wahrscheinlich eher nichts für mich. Dafür ist aber der nächste Titel auf jeden Fall was für mich, und zwar Monstermäßig verknallt. Halt eine Reihe, die durchaus jetzt kritisiert wird für diesen deutschen Titel. Ich muss sagen, ja, es ist so gesehen so typisch, ja, man verändert den Titel im Deutschen irgendwie, aber ich muss sagen, ich mag diesen deutschen Titel total. Ich finde, der passt halt echt gut, und vor allem ist es von der Mangaka von Beasts of Abigail, sprich, da hab ich echt Bock drauf. Dann als nächstes dürfen sich Leute freuen, die Übelblatt noch nicht besitzen. So erscheint Übelblatt Rivaltech eine 3-in-1-Ausgabe. Sprich, es ist im Wesentlichen Kaseys Antwort an diese ganzen Massiv, Extreme und hast ja nicht gesehen Ausgaben. Und vor allem, diese Ausgabe kommt mit Farbseiten. Also wenn das mal nicht eine Ansage ist. Trotz der sonstigen 10 Euro pro Band. Also für Leute, die Übelblatt noch nicht haben, aber unbedingt mal lesen wollen, schlagt hier unbedingt zu. Übelblatt bockt echt. Auch wenn ich persönlich mich halt lieber eher über eine Toriko-Neue-Edition gefreut hätte. Aber gut. Für Leute, die Übelblatt noch nicht haben, dürften sich freuen. Die neue Übelblatt-Ausgabe mag nichts für mich sein, aber das nächste ist ganz klar mein absolutes Highlight im ganzen November. Und zwar haut Kaze das Tokyo Ghoul Re-Artbook raus. Und zwar nicht einfach nur so, ja, lappidappi, wie das erste Artbook hier, so klein, nett, ne?
Nee, nee, nee. Das Artbook erscheint im Hardcover, großes Format. Gut, es ist auch dementsprechend schweineteuer mit 40 Euro pro Band. So, fürs ganze Artbook. Aber es ist fucking Tokyo Ghoul. Natürlich zahle ich diese 40 Euro. Ich hab so Bock auf das Artbook. Ah, ich liebe Tokyo Ghoul. Sorry, das musste einfach mal raus. Und ja, auch hierzu kommt ein Video. Und ja, nun wird man ja erwarten, okay, sie starten recht viel Neues. Also, ne, ist ja jetzt nicht gerade wenig. Dafür wird doch jetzt bestimmt einiges enden. Aber tatsächlich endet im kompletten November nichts bei Kasee. Dafür sind aber bei den restlichen Releases jetzt einige Leckerbissen dabei. Zum einen Bright Sun Dark Shadows Band Nummer 4. Und ohne Witz, schaut euch dieses Cover an. Schaut euch dieses Cover an. Das ist mit Abstand das schönste Cover von allen Manga-Releases im November und ganz weit oben bei den schönsten Covern für ganz 2020. Gott, ich liebe dieses Cover. Meine Herren, das sieht doch echt geil aus. Dann dürfen sich noch Sparfüchse freuen, denn bei Kasee starten jetzt endlich diese Sparpakete. Diese machen einige Lizenzen auslaufen, vermeintlich jetzt aber scheinbar auch Teile nicht. Und so erscheint jetzt ein Komplettset von Gaten no Hana mit den Bänden 1 bis 3 für 15 Euro. Ansonsten erscheint halt noch Devil's Line Band 10, Jujutsu Kaisen Band 7. Darauf freuen sich, denke ich mal, jetzt einige, vor allem wo der Anime jetzt an den Start gegangen ist. Ein Freund zum Verlieben Band 10, Orient Band 4. Ja, ne, schüchterne Küsse Band 7. Voll erwischt Band 8, We Never Learn Band 7. Eine Reihe, die jetzt wirklich endet in Japan. Also ist der letzte Arc hat jetzt begonnen. Und dann noch Yokai Watch Band Nummer 15. Und ja, das war's dann mit Kasee und jetzt machen wir weiter mit Eggman, die auch offiziell am 5.10. in den Handel kommen, aber auch hier, ihr wisst, wie es läuft, viele Händler haben sie schon. Und ja, bei Eggman, neustarttechnisch, sieht es diesen Monat etwas, naja, aus, aber es gibt einen Titel, da freue ich mich drauf. Und zwar Bonoshi, das sieht nach etwas aus, was mir wirklich gefallen dürfte, auch wenn die Reihe leider Gottes nur 3 Bände lang ist. Ansonsten dürfen sich aber noch Conan-Fans freuen, so erscheint mal wieder eine dieser Sammelausgaben mit ausgewählten Kapiteln von Conan, und zwar in der Special Winter Edition, warum auch immer sie im November rauskommt. Mal im Ernst, wäre das nicht irgendwie klüger, das direkt am Anfang vom Dezember rauszuhauen? Wenn halt wirklich Winter ist? Weil jetzt ist halt noch so ziemlich Herbst. Aber okay. Und dann haben sie noch einen Einzelband mit einem sehr interessanten Namen. Und zwar Noe 67. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das ist mal ein sehr interessanter Titel. Und ja, das waren halt die neuen Sachen. Dann kommen wir jetzt zu Reihen, die enden. Da gibt es tatsächlich nur eine einzige Reihe, die endet. Und zwar Origin von Freaking Boichi. Darauf freue ich mich schon total. Band 10 ist schon bestellt. Und oh baby, das wird gelesen. Also, wer Boichi mag, also Dr. Stone mag oder Sunken Rock mag oder Wallman mag, verdammt noch eins, lest Origin. Es ist eine Schande, dass das nicht im Großformat erschienen ist. Und nun noch zu den restlichen Releases. Da haben wir zum einen Bungo Stray Dogs Band 18. Ich mag die Reihe einfach, auch wenn es halt so eine Reihe ist, die man eigentlich eher so von Arc zu Arc lesen sollte, weil gefühlt jedes Mal, wenn ich einen neuen Bungo Stray Dogs Band lese, muss ich mir erstmal zurück erinnern, okay, was läuft momentan im Arc eigentlich ab? Dann dürfen sich Fans von Liebeslügen freuen, denn Eggman hat sich erinnert, ach stimmt, wir haben ja noch diese Reihe. Und ja, jetzt erscheint Band 17, nach langer, langer Zeit. Also, yay. Naja, Gott, das ist das Ende noch lange in Sicht. Also, noch lange nicht in Sicht. Ach ja, Eggman. Und dann noch Quintessential Quintuplets-Fans dürfen sich freuen, denn laut meinem Kumpel Heiji überholt der Manga jetzt mit dem 5. Band den Anime. Was doch ziemlich nice ist. Und jetzt kommen wir noch zu den Resten des Releases. Da haben wir zum einen Armed Girls Band 10. Cardcaptor Sakura Clear Card Arc Band Nummer 8. Delicious in Dungeon Band 7. Let's Destroy the Idol Dream Band 4. Wo ich schon erst, als ich den Titel gelesen habe, dass man so war, was ist das für ein Manga? Und ein bisschen enttäuscht war, weil es scheinbar ein Boys Love ist. Das klang eher nach so einem richtigen, ja, psychological Ding. Aber gut, scheinbar Boys Love. Meh. Limit Honey Band Nummer 4. Living with Matsunaga Band 8. Namaiki Zachary Band 16. Sailor Moon Eternal Edition Band Nummer 3 und Tanya the Evil Band 15. Und ja, das war es dann auch schon mit Eggman. Darum kommen wir jetzt direkt zu Ultraverse. Und ja, Ultraverse ist einer der Verlage, die halt noch nicht verfügbar sind bei den Händlern. Und sie kommen halt am 13.11. in den Handel. Und neustartstechnisch,
Ja, gebe ich erstmal kurz ab an meinen Kumpel Heiji, denn dieser wird euch jetzt kurz nie wieder Minirock vorstellen. Also viel Spaß. Hi, ich heiße Heiji und euch zu einem neuen Gastbeitrag wieder herzlich willkommen. Nie wieder Minirock aus der Feder von Aoi Makino heißt der Titel, den ich euch heute vorstellen darf. Ein Werk, auf das ich wieder mal richtig gespannt bin. Auf den ersten Blick ist Nie wieder Minirock ein klassischer Schul-Shōjo, wie es so viele gibt. Doch schaut man sich mal die Genre genauer an, sieht man, dass wir auch Mystery und Drama vertreten haben. Doch worum geht es in Nie wieder Minirock? Unsere Protagonistin Nina war ein typisches Idol, ein Popsternchen, das alle Jugendlichen in Japan kannten. Nach einem ihrer vielen Auftritte wird sie von einem Stalker mit einem Messer attackiert. Dies ist das Ende ihrer Karriere. Sie schneidet sich die Haare ab und beginnt sich wie ein Junge zu kleiden und zieht sich aus der Klassengemeinschaft komplett zurück. Auch nach dem Wechsel auf die weiterführende Schule ändert sich an ihrer Lebensart nichts. Jedenfalls so lange, bis ein Mitschüler auf ihr Geheimnis aufmerksam wird und es aufdecken möchte und der Stalker wieder auftaucht. Klingt doch spannend, oder? Mich hat es auf jeden Fall direkt angesprochen. Ich hoffe, dass ihr der Reihe eine Chance geben werdet. Gruß an die Community und ciao, bis zum nächsten Mal. Doch nicht nur Shoujo-Fans dürfen sich freuen. Nein, es erscheint auch ein Fantasy-Manga, beziehungsweise ein Fantasy-Manga plus Light Novel. Und zwar, oh Gott, ein Landei aus dem Dorf vor dem letzten Dungeon sucht das Abenteuer in der großen Stadt, hieß es, glaube ich, oder in der Stadt. Keine Ahnung. Es ist mal wieder so ein typisch scheißellanger Titel, aber ich hab Bock drauf. Das soll super lustig sein, sagt auch die Kania zum Beispiel. Ich meine, es war Kanye, die gesagt hat, das ist Bock. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf. Also ja, da erscheint sowohl Manga wie auch Light Novel. Und ja, von neuen Reihen kommen wir jetzt leider zu Reihen, die enden. Dort endet bei Altruis diesem Monat eine Reihe, und zwar zwei Zimmer, Küche, Bad, Feder und Wecker mit dem achten Band. Irgendwo bin ich froh, dass es endlich zu Ende geht, weil ich muss sagen, ja, gegen Ende hat der Manga leider Gottes angefangen zu schwächeln, was mich traurig macht. Vielleicht mache ich noch eine endgültige Review. Aber ja, immerhin erscheint nun der achte Band. Und nun noch zu den restlichen Releases. Da gibt es vor allem ein Release. Da freue ich mich richtig drauf. Und zwar Interviews mit Monstermädchen, Band Nummer 8. Gott verdammt, ich warte seit einer gefühlten halben Ewigkeit auf diesen achten Band. Und dementsprechend, ich werde ihn direkt verschlingen. Ich werde wahrscheinlich schon in einer halben Stunde fertig sein. Und dann werde ich innerlich weinen, einfach weil ich jetzt wieder warten darf. Das ist fürchterlich an der Reihe. Wirklich, zwischen jedem Band liegt, glaube ich, ab sofort irgendwie ein Jahr oder so. Eine Vollkatastrophe ist das für mich. Aber gut, es geht halt auch in Japan nicht wirklich schneller voran. Das ist. Ja. Aber auch Fullmetal Alchemist-Fans dürfen sich freuen, denn es erscheint endlich Band Nummer 7 von dieser Metal-Edition. Diese erscheint natürlich typisch, nicht nur einfach so als normaler Band, sondern eben auch mit Schuber. Und ja, dann nur noch zwei Bände, dann ist Fullmetal Alchemist auf Deutsch auch endlich wieder fertig mit dem Release. Was mich halt freut, weil ja, die Bände sind halt schon toll. Klar, preislich ist es top, aber. Es ist trotzdem bitter, 18 bzw. 25 Euro pro Band zu zahlen. Ansonsten erscheint noch 30, ein Traum von Liebe, Band 4, Arifoeta, Band Nummer 6, Kakegurui Twin, Band 4, Killing Stalking, Band Nummer 10, Lieb mich noch, bevor du stirbst, Band 10, Goblin Slayer, die Light Novel, Band 7, Der Schleimreiseführer, Band 3, Liebe und Herz, Band 3 und Alle guten Dinge sind 3, also auch noch Ride on King, Band Nummer 3. Und ja, das war's mit Altreverse. Jetzt gibt's eigentlich nur noch von den großen Verlagen Panini. Und Panini ist auch sehr, 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 sehr schnell abgehakt, weil sie im Wesentlichen nur drei Titel wahrscheinlich releasen werden, wenn überhaupt. Und ja, Neustart technisch ist dabei nichts davon dabei, aber es endet nun wahrscheinlich Oremonogatari My Love Story mit dem 12. Band. Und ja, einige haben sich jetzt gesagt, hä, 12. Band, aber die Reihe hat doch 13. Band. Ja, der letzte Band wird ein 2 in 1 für 19 Euro sein. Ja, ne? Das zack. Und ansonsten erscheinen noch Pokémon, die ersten Abenteuer, Band Nummer 35 und Banana Fish, Band Nummer 6, also in dieser ultimativen Edition. Und ja, jetzt kommen wir noch zu den sonstigen Releases. Da haben wir zum einen von Reproduct die Autobiografie von Shigeru Mizuki. Und zwar dabei der zweite Band, dieser wird sich um die Kriegsjahre drehen. Allerdings erscheint dann auch bei China Books zwei
Gott, es waren Manhuas. Die Dinger kamen, glaube ich, aus China jetzt, ne? Ja, jetzt stimmt, sehr auf China wuchsen. Auf jeden Fall, die Klingen der Wächter erscheint Band 4 und Band 5. Da kenne ich einen auf Twitter, der sich da jetzt übelst darüber freuen dürfte. Und ja, ich muss die Reihe endlich mal anfangen. Und jetzt kommen wir halt zur Leseempfehlung. Diesmal gibt es eine Empfehlung von Tim Frost, und zwar Moriarty the Patriot, welcher bei Carlsen erscheint. Dieser Manga erhält jetzt bald in Japan auch einen Anime, und dieser Manga dürfte vor allem für Sherlock Holmes Fan sein, denn wie der Name schon verrät, dreht sich eben um Sherlocks Erzwidersacher Moriarty. Dazu dreht sich eben auch noch darum, was Moriarty mit Sherlock und so weiter verbindet. Und das wird halt alles dort aus eben der Sicht von Moriarty dann geklärt. Und ich habe auch schon selber von vielen gehört, der Manga soll top sein. Ja, vielleicht hole ich mir mal, weil Sherlock ist ja eigentlich immer geil. Und auf jeden Fall vielen Dank an Tim Frost für die Empfehlung. Wenn auch ihr eine Leseempfehlung habt, schreibt sie gerne in die Kommentare unter diesem Video, dann kommt ihr vielleicht in die nächste Folge. Und ja, damit sind wir am Ende dieser Manga-Monatsvorschau angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welchen Manga ihr euch holen werdet. Denkt bitte an Leseempfehlungen. Und ja, das war's dann auch schon. Danke fürs Zusehen und bis nachher so gesehen, denn gleich kommt auch noch Lektors Manga-Woche. Ja, ciao!